So, und damit willkommen zurück bei Drakensang. Ihr seht, wir stehen immer noch vor dem Prajotenlager. Aber wir haben vor, jetzt weiterzugehen. Ich will nämlich, bevor ich die besuche, erstmal die Stadt besuchen. Da waren wir noch gar nicht. Ein bisschen ärgerlich, weil Quest und so. Könnte ja eine geben. Aber, naja. Kann man nichts machen, ne? Also ja, ich könnte jetzt schon einen alten Spielstein laden und so weiter, aber... Nee. Ja, ich hatte mich bis jetzt ja vom Dorf ferngehalten, weil ich beim Durchlaufen durch den Wald immer wieder... Sind das Bären? Ja. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja. Farmen im Wald habe ich ja offline gemacht, ohne Aufnahme, und wollte dann neue Gesprächsoptionen nicht alleine mitmachen. Meine bei meiner Max. Amazone voraus. Von daher. Arg wart. Attacke! Lass das mal vorne machen. Aha, mal die Wunde und so. Hey, du hast überhaupt keine Energie verbraucht. Es gab 21 EP für mich. Yeah, die beiden Bären hatten voll viele Zähne, aber dafür kaum Fell. Ich helfe. Das finde ich lustig. Ich dachte immer, die Menge an Zähnen bei Bären wäre relativ einheitlich. Schon geschehen. Gute Entscheidung. Aber wir haben wieder ein paar Punkte bekommen. Schon mal schick. Reicht zwar noch nicht für einen Steigerungspunkt, aber... Das reicht auch noch nicht für ein Level-Up. Es fehlen noch 400 Punkte. Bei TV sicher 500. Solana ist ja aus irgendeinem Grund immer die, die zuerst Level-Ups bekommt. Wahrscheinlich gingen sie davon aus, dass man irgendwann mal Rulana nicht mitnimmt. Die werden ja erst nachgelevelt ab einem bestimmten EP vor der anderen. Also Dranua hat, bis meine Gruppe Level 5 war, mit Level 3 auch keine EP. Seid gegrüßt. Ich bin die, sieht ja niedlich. Kann ich euch behilflich sein? Ich weiß, das ist auch nicht zu geben. Bleibt ein NPC. Was machst du hier? Wem gehört der? Der Kutzhof gehört eigentlich dem Baron. Aber der lässt sich hier nie blicken. Verwaltet wird er von unserem Vogt. Und der ist meistens beim Jagen oder fliegt seine Jagdbögen. Ich verbringe mein Tagewerk als Weberin und helfe, neues Leinen und Stoffe herzustellen oder alte Sachen zu flicken. Kannst du mir ein paar Fragen? Aber sicher. Ach, also wegen den Menschen. Ach, da gibt es viel zu erzählen, damit würde ich bloß langweilen. Der Vogt ist ein zurückhaltender und höflicher Mensch, der und nie ungeduldig zum Gesinde. Er verbringt den Großteil des Tages damit, seine Bögen zu pflegen und neue zu bauen. Am Abend sitzt er dann bei Kerzenlicht in der Küche und zerbricht sich den Kopf über die Holzpreise und so etwas. Aber mit diesem Kram kenne ich mich nicht so gut aus. Firiane ist ein nettes Mädel, sehr pflichtbewusst und ordentlich. Das kann man von ihrem Verlobten Danus nicht unbedingt sagen. Naja, nett ist er ja. Aber gleichzeitig auch der größte Taugenichts in ganz Korsch. Aber er macht...
sie glücklich, also scheint er zumindest für irgendetwas gebrochen zu sein. Ja, das ist doch mal gut. Dann gibt es noch den Koch. Ein unfreundlicher, griesgrämiger Zeitgenosse. Man könnte meinen, hinter seinem harten, unfreundlichen Schale verbringt sich ein netter, liebenswerter Kerl, aber das stimmt nicht. Hinter der harten Schale verbirgt sich ein ebenso harter Kern. Ich habe noch mehr Fragen. Was willst du wissen? Ich habe keine Fragen mehr. Oh, Morla. Ich meine, Morla würde zu dem Frosch gehören. Da gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Nee, erstmal nicht. Also, Morla gehört zu dem Frosch. Oder andersrum. Ist auch eine Hexe. Würde ich auch mitnehmen, wenn ich könnte. Gnasht. Und Mark. Alte Brötchen und Fussel. Und noch mehr alte Brötchen. Nein. Ja, die beiden haben nicht so viel zu sagen. Dann zerstören wir ihre Fässer und Kisten. Einfach aus purer Bosheit. Weil sie sich nicht mal dagegen wehren. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, aus Wurfdolchen giftige Wurfdolche zu machen. Also giftete Wurfdolchen. Also quasi, dass alle Waffen, alle Wurfwaffen nochmal mit Gift gibt. Von mir aus auch nur herstellbar. Gulmonte und Bär! Eine Geweihte, Händlerin. Dry Heller. Gut. Mal sehen, was sie so händlert. Vielleicht funktioniert da ja derselbe Trick wie vorher. Was kann ich für... Was macht ihr Geweihte? Ich bin ein wandernder Geweihter, verweile hier am Gutshof, um mich etwas auszuruhen. Ich habe den Leuten hier angeboten, mich um ihre Wunden und Gebrechen zu kümmern. Seltsamerweise wollen sie meine Hilfe gar nicht. Zeigt mir eure Waren. Ihr habt nichts. Ihr habt gar nichts. Die Kräutersichel habe ich leider schon. Pflanzenkunde. Und Pflanzenkunde. Mal sehen, was Marisa sagt. Seid gegrüßt, wie kann ich euch helfen? Was macht ihr hier? Ich bin Lagermeisterin im Gutshaus und kümmere mich darum, dass von allen Dingen immer genug da ist. Also, dass das Brot vom Müller geliefert wird, dass der Danos ordentlich Fisch aus dem Teich holt, dass... Oh, ich komme ins Schwätzen. Aber mein Teil unserer... einen Teil unserer Vorräte verkaufe ich auch an Reisende, wenn ihr das wissen wollt. Eigentlich wollte ich was anderes wissen. Fragt. Was macht ihr hier und zeigt mir eure Waren? Haha. Zeigt eure Waren. Oh, sie hat sehr viele Jägerhüte. Oh, hunderttausende von Pfeilen. Also, die Sachen mit 100 sind ja scheinbar immer unendlich vorhanden. Die Schlingenfallen werde ich nicht kaufen. Die Böhrenfallen auch nicht. Die hat aber ordentlich Material da, ne? Also Wurfdolche und sogar Wurfbeile. Das ist auf jeden Fall schick. Den Schleifstein könnte ich ihr abnehmen. Der Jägerhut ist ja nichts. Der bringt mir ja nichts. Gut. Dann so viel dazu. Ach ja, das wollte ich ja noch testen. Wenn ich sie jetzt glaube, bekomme ich dann mein Geld. Nein. Schade. Wäre lustig gewesen. Also da steht noch eine Magd mit einem Knecht. Holzfäller, Knecht und Firiane. Weiter.
Holzfäller. Den wir im Wald gerettet haben? Ja, das ist der. Also, ganz ehrlich, bei dem Vorkommen an Räubern im Wald würde ich mich hinter dem Holzzaun nicht sicher fühlen. Wobei man sagen muss, bei den Humboldt oder Hubert? Bei den nicht ganz so schlimmen würde mich das wohl weniger stören. Aber bei den Rockbar-Typen hätte ich schon gerne was Besseres als das. Also sprechen wir sie an. Seid gegrüßt. Kann ich behilflich sein? Kannst du mir ein paar Fragen zum Leben im Wald beantworten? Natürlich. Was hältst du von den Prajoten? Was weißt du über die Hexen? Und erzähl mir über den Dunkelforst. Fangen wir damit an. Gut, Dunkelforst ist meine Heimat. Ich bin hier geboren und kenne jeden. Mein geliebter Dranos ist Knecht auf dem Hof. Der Vogt sorgt gut für uns und ich will nicht klagen. Dann gibt es die Weberin Morla, die ist immer nett und freundlich. Und der Koch Wilfried, der immer viel grantelt. Nur die Holzfäller kenne ich nicht so gut, die kommen meistens von außen. Ich will noch mehr fragen. Was weißt du über die Hexen? Furien sind das. Ansonsten weiß ich nicht viel über die. Aber ich finde, Frauen sollten sich nicht so benehmen. Aber bitte erzählt das nicht weiter, Herrin. Natürlich, Prajoten. Ich mag die Hexen nicht, also finde ich es ja eigentlich gut, dass die Prajoten hier sind. Aber sie sollen die Leute nicht so hart anfassen, das gefällt mir nicht. Wir Bauern und Leibeigene können ja nichts für die Hexen. Ich hoffe, sie vertreiben diese schrecklichen Frauen von hier und lassen uns dann alle in Ruhe. Keine Fragen mehr. War das alles? Ihr seid es. Brauche ich Tipp? Die beiden hatte ich geklaut, meine ich? Ja, ja, doch. Das war die Enttäuschung. Schmeiß das Geklaute einfach rüber, Tippi. Ist okay. Fällt gar nicht auf. Oh, hier ist ja echt einiges zusammengekommen an Geklauten. Aber so. So. Wobei der Ring geht ja eher an Gladys. Ah, der Steckbrief auch. Der Stein geht dahin. Die Kohle auch. So. Die Keule kann auch. Nicht übertreiben, wir haben das getan. Ich sehe, hier gibt es auch noch was abzubauen, Gulmond. Aber wir machen erstmal hier. Ich finde es erstaunlich, dass ich überhaupt nicht mit dem Vogt reden kann. Andererseits stört es mich auch nicht so sehr. Natürlich ist hier noch etwas.
Werkbank. Oh, doch, hier soll ein Frucht sein. Da oben? Da oben. Den kann ich doch sicher erstmal beklauen, oder? Nein, ich bin mir sicher, das stört ihn nicht, dass ich seine ganze Pizza kaputt mache und den halben Hof ausräume. Lass das mal vor, Grimm machen. Ist ja nicht sein Hof. Ich mach das. Kurzküche. Kann ich auch noch rein? Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Seid ihr der Verwalter? Ja, ich bin der Verwalter des Guthofes für den Baron. Früher haben die Barone selbst von der Burg aus regiert, aber das ist lange her. Der aktuelle Baron lebt in Fördock und war es schon seit Jahren nicht mehr hier in der Gegend. Das Einzige, was ihn kümmert, sind die Einnahmen aus der Forstwirtschaft. Mir soll das recht sein. Mögt ihr den Baron nicht? Nein, damit hat das nichts zu tun, aber wie die meisten Bewohner des Dunkelwaldes bevorzuge ich ein ruhiges, einfaches Leben und das kann es ja... Und was kann es da Besseres geben als einen Herrn, der einen walten lässt, wie man will, solange die Einnahmen stimmen? Ich war noch nicht fertig. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Aber wer beschützt euch, wenn der Baron und seine Soldaten nie vorbeikommen? Nun, in diesem Wald hat es sich ein ganz eigenes Machtgefüge entwickelt. Die Hexen und die Räuber, die hier leben, machen jedem Fremden das Leben schwer und sorgen dafür, dass die Handelswege sicher bleiben. Sondern dass die Räuber sorgen dafür, dass die Handelswege sicher bleiben, ne? Da keine dieser Gruppen Interesse daran hat, dass eine Kompanie Pikenträger hier vorbeikommt, klappt das mit der Ruhe auch recht gut. Ja. Seid gegrüßt. Ich möchte gerne mehr wissen, was wäre das? Wer ist Herr über den Dunkelwald? Was glaubt ihr, dass es Hexen im Wald gibt? Glauben? Dem ist sogar so. Und unsere Schwestern Sartorias hier sind gute Menschen und waren uns schon oft mit ihrer Heilkunst und ihren Kenntnissen der Wildnis hilfreich. Ich mag mir kaum vorstellen, dass sie finstere Magie gewirkt haben sollen, auch wenn die Prioten das annehmen. Ich möchte noch was wissen. Wer ist Herr über den Dunkelwald? Das ist der Baron, seine hochgeborene Hagen von Sturmfels. Ich verwalte in seinem Namen das Land. Aber das Land und die Untertanen... Land und Untertanen, wenn er fern abweilt. Ich möchte noch was wissen. Nur zu, die schwätzen doch auch den ganzen Tag ohne meine Erlaubnis. Er ist lustig. Legen wir uns mit dem Koch an. Ich habe gehört, der soll schlechte Laune haben. Von daher. Das hier nennt man Küche, weil hier der Koch arbeitet. Das bin ich. Und du siehst mir nicht aus wie ein Koch. Also raus hier! Ich habe ein Päckchen mit Koschamazung. Tatsächlich, normalerweise wüsste ich niemanden hier im Gasthaus, dem ich das Zeug vorsetzen würde. Aber in ein paar Tagen kommt der Baron zu Besuch. Und wenn ich ihm diese Spezialität servieren könnte, 10 Dukaten. Also eigentlich würde ich ja gerne noch wissen, was bei den Zwergen passiert. Also von daher sage ich mal nein. Ja, und so freundlich wie er ist, macht das einem damit auch nicht leicht. Was gibt es denn nun schon wieder? Okay, er hat genau 2 Gesprächsoptionen.
Ohne die Kaschamazung wahrscheinlich gar keine. Die Küche ist auch nicht sehr groß. Die Küche ist doof. Gut. Dann haben wir uns ja das Gut Dunkelforst angesehen. Oh, ich mag diese Morla. Kann ich bitte alle Hexen mitnehmen? Nein, nicht Guts Küche. Raus da! Wer ist denn da reingestolpert? Ich wurde gar nicht mit der Kamera im Rücken. Nee, mit der Tür im Rücken der Kamera gesetzt. So. Ich versuche mein Bestes. Na klar. So. Sehr gut. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Man kann deine Augen nicht sehen. Bis später. Also, wir haben den ganzen Hof durch. Müllmond. Müllmond. So. Dann müssen wir noch mit dem Dino, was auch immer, Typen reden. Aber leider erst nächste Folge, weil wir haben die 20 Minuten rum. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.